Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Ultimate Team Road to Glory. Und ja, wir hatten ja so eine kleine Entscheidungsrunde und darauf kommen wir gleich. An der Stelle erstmal, wenn es euch gefällt, gerne lasst einen Daumen nach oben, das würde mich richtig, richtig freuen. Und falls ihr was braucht, ein paar Coins, ein paar Keys, sonst irgendwas, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu unserer Homepage, dort haben wir alles Mögliche verlinkt. Gucken wir mal. Also, wir hatten hier verschiedene Umfragen. Und zwar ging es um Hermann und Volland, um Maxim und Meier und Opare und Diekmeier. Und das war einmal ganz eindeutig und zweimal um ein Vote unterschieden. Wir haben hier einmal Hermann gegen Volland, 99 zu 27 Votes. Damit hat Hermann gewonnen. Das war auf jeden Fall sehr krass. Dann, die nächste Geschichte ist Maxim gegen Meier. Dort hat es sich nur um ein Vote unterschieden. Maxim hatte 61 Votes, Meier 60. Damit ist Maxim weiter. Und zu guter Letzt hatten wir an der Stelle Opare und Diekmeier. Und auch da hat es sich nur um einen unterschieden. Und zwar hat Opare 62 Votes bekommen und Diekmeier 61 Votes. Und damit haben wir uns letztendlich für Opare entschieden, was natürlich alles machbar ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir die Spieler raussuchen, das heißt, wir sehen gleich, wenn ich sie gekauft habe und dann bis gleich. Jo, da haben wir jetzt auch unsere Mannschaft schön aufgebaut. Und ihr seht es ja, Hermann auf rechts, Opare auf rechts und Maxim in der Mitte. Ich habe da die anderen Spieler noch in die auf die Bank gepackt. Und damit haben wir jetzt eine Bewertung von 77 mit 97 Chemie. Hermann hat halt nur 8 Chemie, weil er nur RM ist. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht demnächst irgendwas ändern kann. Die Spieler waren relativ günstig. Das fand ich sehr, sehr gut, weil halt jetzt auch Black Friday ist. Und an der Stelle, eure Vorschläge bitte in die Kommentare, wen wir uns als nächstes holen sollen. Ich mache ja am Ende der Folge wieder eine Umfrage. Aber ihr könnt mir gerne weitere Vorschläge noch machen, damit ich mich so ein bisschen daran orientieren kann, was ich für Umfragen so mache. Und einfach reinhauen und dann sehen wir uns gleich, sobald ich einen Gegner gefunden habe. So, da haben wir auch endlich unseren Gegner gefunden. Ich bin gespannt, wie es sich gegen den spielt. Kurz mal die Mannschaft angeschaut. Uiuiui, 84er Bewertung. Ronaldo, Lewandowski, Hazard, Vidal, Rakitic, Thiago Silva, Bolasie als linker Verteidiger. Also eigentlich totaler Blödsinn. Aber naja, mal gucken, wie es hier läuft. Der erste Versuch von uns hier. Ihr merkt, ich kommentiere nach, weil das Spiel hat mich ein wenig innerlich aufgewühlt. Der Gegner hat keine Chemie, hat aber super Spieler auf dem Feld. Wir haben super Chemie, keine starken Spieler. Und ja, wir haben hier so ein bisschen damit zu kämpfen, dass unsere Spieler halt nicht so mega stark sind. Er kann hier mit viel Glück eine Szene nach der anderen immer so ein bisschen abwehren. Jetzt hier die Blase ist auf Castaños. Der macht den Ball direkt rein. Kopfballtor, super Sache. Schön gespielt, 7. Minute. So schnell kann es halt passieren. Thiago Silva steht da und denkt sich, what the fuck, wie kann er da an mir vorbeiköpfen? Wieso habe ich da nicht besser aufgepasst? Aber es liegt ein bisschen mit daran, dass die Jungs einfach keine Chemie haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ein Gegner keine Chemie hat, passiert es einfach mal ganz schnell, dass man irgendwie Momentum oder was weiß ich irgendwie hat. Ich probiere auf jeden Fall hier nochmal wieder reinzuziehen. Alexandre Maxim, da hätte ich versuchen können, noch ein paar Skills rauszuhauen. Der hat ja 5 Sterne Skills, aber ich habe es halt da nicht so mit ihm hingekriegt. Wollte den Ball eigentlich nochmal reinspielen und jetzt ist er da an den Ball gekommen. Cazorla. Und jetzt spielt ihn da durch und unser Verteidiger lässt ihn einfach durch auf Lewandowski und der hat jetzt da so viel Zeit und kann das Ding zum 1:1 da locker flockig reinschieben. Das hätte nicht sein müssen. Unser Verteidiger hat einfach mega gepennt. Das hat mich richtig angekotzt. Ich dachte, was zur Hölle, warum lässt du den denn einfach durch? Warum, wie behindert kann man denn sein? Das wäre einfach zum Abfang gewesen. Aber hat er natürlich dann perfekt gemacht. Der Robert Lewandowski, kann man echt nichts dagegen sagen. Na gut, weiter geht's hier in der Partie. Ich versuche mich da wieder ein bisschen durchzutanken. Und ich weiß nicht, was Castaños da gemacht hat. Wir kriegen den Ball geschenkt.
Und er verliert das Ding einfach. Er verliert es einfach. Baumgartlinger, jetzt hier Schmiedebach. Nochmal schön durchgesteckt. Castaños, ja, da stimmt irgendwas nicht. Wir brauchen da vielleicht auch noch in Zukunft einen stärkeren Stürmer. Der ist zwar recht flott, aber mit 75 Schießen ist er da nicht so der Stärkste. Schöner Kopfball und jetzt Baumgartlinger. Kriegt er den Abpraller, macht das 2:1 in der 40. Minute rein. Was richtig top für uns ist. Aber, also so leere Tore einfach nicht zu machen, verstehe ich nicht. Also den hätte sogar ich vorhin selbst gemacht. Also wäre ich auf dem Platz gewesen, den hätte ich reingemacht. Ich wäre vielleicht nicht an der richtigen Position gewesen oder so, keine Ahnung. Ich hätte ihn vielleicht auch nicht so angenommen. Aber ich hätte es wenigstens reingemacht. Erste Halbzeit gehen wir richtig stark mit 2:1 in Führung. Eigentlich hätte es ein 2 oder 3-0 sein müssen. 11:4 Schüsse. Wir haben den bombardiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt einfach mega krasses Momentum, sobald der Gegner einfach keine Chemie hat. Da muss man sich mal überlegen, mache ich das vielleicht auch mal? Keine Chemie? Schaut es euch mal an. Der Keeper völlig frei. Schmiedebach kann den jetzt einfach nur noch reinschieben. Geradeaus rein. Leeres Tor und schon wieder nicht getroffen. Die Entfernung, selbst die hätte ich hingekriegt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ein leeres Tor nicht zu erwischen. Hier haben wir ein bisschen das Ding auf die Linie geklärt. Es gibt mal wieder Freistoß. Der Gegner hat ungefähr 8 Millionen Freistöße bekommen. Der wurde für den alles gepfiffen. Deswegen meine ich ja, irgendwie stinkt es da komplett nach Momentum. Sobald der Gegner keine Chemie hat, der die krassesten Spieler auf dem Feld hat keine Chemie. Und wir werden hier irgendwie zerstört. Ich liege da auf dem Boden, ich komme nicht an dem vorbei. Es wird da rumgetanzt, der mag auch gar nicht aufstehen. Der freut sich, dass er da angekackt wird. Alles super, geht immer so weiter. Ich versuche den Ball zu passen und es wird einfach nur hart rumgegrätscht. Man muss ja da nichts sagen. Alles klar, Schiri. Und sobald ich den nur irgendwie angucke, wird da rumgepfiffen. 85 Minuten. Wir müssen jetzt hier einfach nur aufpassen, dass es nicht sowas passiert. Snyder ist da durch. 2:2 steht es jetzt hier vor der Haustür. Er schießt aber direkt in die Hände von Horn. Das ist für uns dann noch gut ausgegangen. Hier Jerome versucht da nochmal rumzukommen. Ich habe den nämlich eingewechselt. Der versucht da in die Mitte zu legen und kriegt keinen Pass gespielt. Es ist einfach lächerlich, was da passiert ist. Ich habe nur 2:1 gespielt. In der zweiten Hälfte irgendwie nur 3 Schüsse oder so bekommen. Weil es einfach nach fucking Momentum stank. Es war so abgefuckt. Deswegen kann ich das auch nur nachkommentieren. Hättet ihr das gehört? Ich bin so durchgedreht. Ich hätte den echt... Ich hätte dem... Erstmal EA hätte ich den vor die Füße kacken können für so eine Scheiße, die sie da produziert haben. Und dann hätte ich noch den Typen vor die Füße kacken können, dass er so eine Scheiße da spielt. Wir haben jetzt aber 5000 Coins. Die wollen wir jetzt auch irgendwie nutzen. Ich habe mir überlegt, wir haben hier ein paar Spieler, die wir nutzen können. Wie mehr Caligiuri. Wir haben Kostic. Wir haben Fehrmann, wir haben Benaglio, wir haben, lass mich nachdenken, Scher? Haben wir Scher? Ist das Scher? Ich glaube ja. Und Matip, das sind die Spieler, für die ihr euch entscheiden könnt. Einfach mal gerne in die Kommentare schauen oder beziehungsweise in die Videobeschreibung. Das ist ein Link zu unserer Homepage, dort könnt ihr abstimmen. Und ich hoffe, dass es ein bisschen eindeutiger wird als beim letzten Mal. Und auch wieder, noch einmal gesagt, versucht mir ein paar Vorschläge zu machen, für wen wir uns als nächstes entscheiden sollen, weil das wäre richtig, richtig witzig, nicht nur witzig, sondern auch wichtig, damit wir hier die Mannschaft so ein bisschen aufpowern können. Vielleicht schlagt ihr irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, einen Stürmer vor oder noch ein ZM oder sonst irgendwas. Halt irgendwie Sachen, mit denen ich dann so ein bisschen arbeiten kann. Ihr seht hier so ein bisschen die Spiele, die wir haben und ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.